Ja, auch hier herzlich willkommen auf YouTube zu einem weiteren JRPG Sakura Wars. Ich dachte mir, ja, ich habe mir das damals gekauft, als es etwas günstiger kam, mit ein paar Add-ons, also was heißt Add-ons? Ja, sind das Add-ons, DLCs oder so, so Bekleidungen, Dinger halt, Badebekleidung, dies und jenes und so Sachen, kannst du halt da auch, weil man da mit ein paar Damen spielt und ja, ihr wisst schon, so Fanservice und so Sachen, gell? Das ist ein kurzer Schock. dieses Spiel unterstützt eine automatische Speicherfunktion während bla bla, okay, ja. Ah, Sakura. Schön. Ich glaube, optisch beim Spielen ist das zum Teil. Ich wollte schon sagen Persona. Nee, Persona hat so einen leichten Cell-Shading-Touch. Eher so Atelier-Reihe unter anderem. Aber man sieht's gleich. Aber das Original war damals. Boah, PS1? Oder war das schon Super Nintendo? Sakura Wars. Also ich kenne das halt noch damals als in so einer Pixeloptik noch. Dass noch die Dead or Extreme Teile gestreamt hast, was? Wundert mich. Du meinst Dead or Alive. Das ist ein purer Fanservice. Ich habe die privat gespielt, so Beachvolleyball etc. und so Sachen, aber so ein reines Beat'em'up, Dead or Alive-Ding, ohne Story? Nee. Nee. Wenn davon ein Rollenspiel rauskommt, okay, ja, aber wenn es einfach nur Beat'em'up-Game ist, dann nee. Aber gespielt, ja, gestreamt, Dead or Alive? Nö. Nö. Spiele mit Fanservice, die habe ich halt auch schon des Öfteren gespielt. So. Extras. Was haben wir denn Extras? Outfits, Accessoires werden nur auf das Standarderscheinungsbild von Charakteren angewendet. Musiksets gelten nur für nicht charakterspezifische Stücke. Okay. Ja. Ich kann hier. Ich kann die hier schon wählen. Die Outfits von den Charakteren und ein Musikset. Okay, nein, ich spoilere mich ja theoretisch, weil ich dann die ganzen Musiksachen höre. Und Outfits, die kann ich halt, glaube ich, immer wechseln. Weil ich habe ja die DLCs dazu gekauft. Einfach mal jeder im Badeanzug, alle Mädels im Badeanzug und ich auch und alle Kerle dort.
Aber wenn man das immer ändern kann, wäre es gut. Wenn das nur im Hauptmenü geht, dann... Naja, auch nicht so schlimm. Habe leider noch keine Berührung mit der Sakura-Reihe gehabt. Bin echt gespannt. Ich habe, glaube ich... Boah, ich weiß nicht, ob ich das damals... Also gesehen auf jeden Fall, das Original. Und ich glaube, der Pat hatte das auch im Stream damals gespielt gehabt. Ich glaube, ja. Das Original. Das ist ja mehr oder weniger ein Spin-off-Remake. So. Aber es ist halt mit Anime-Szenen. Sakura ist schon echt cool. 大正19年、帝都東京、後にコーマ大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団は、その脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団。 その全員の消滅と引き換えに、それから 10年の時が過ぎ、大正29年、兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘にさせに。国務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。本当、冷めないで欲しかった。 まあ、済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任作ではどんな任務が待っているのかな。 Aber was Musik angeht, kann Sega auch sehr, sehr schöne Stücke spielen. Bisschen laut. So ganz klein bisschen. Aber es muss schallern. Eigentlich fehlt mir noch die Atelier-Reihe, die Persona-Reihe. Das ist. Aber optisch gesehen. Und wie gesagt, ist halt auch aus dem Hause Sega. Das sieht so schön aus. Und da vorne ist ein Laden. Eine Zeitung wäre jetzt genau richtig. Okay, cool. Ja. Und ich sollte mich auch mal umhören. Ich war schon ewig nicht mehr in Tokio auf so einem Erkundungseingang. Gut, warum redest du jetzt nicht? Wahrscheinlich soll das so sein. Halt, was rede ich da? Ich muss lockerer werden. Mehr wie ein Zivilist. Ich bin hier schließlich nicht an der Front. Ich muss mich entspannen. Audio! Hä? Sieht schon schick aus. Kamiyama bewegen. Bewege Kamiyama mit linken Stick, halte R2 gedrückt, während du dich mit L bewegst, um zu rennen. Ansprechen, untersuchen. Drücke X, um mit Personen zu sprechen oder etwas zu untersuchen. Glänzende Objekte. Untersuche leuchtende Objekte, um wichtige Gegenstände und Informationen zu erhalten. Fortschritt Hauptstory. Interagiere mit Charakteren oder Orten, die ein grünes Ausrufezeichen zeigen, um die wichtigsten Ereignisse der Story auszulösen. Ich bin so viele Spiele gewohnt, dass man die Kamera bewegt mit rechten Stick. Wieso hier nicht?
Spiel, wieso hier nicht, ist die Kamera fest? Warte. Speichern, laden, Vibration, ja. Standard Kampfsteuerung, okay. Achse, Abenteuerraum, Kamera. Kampfkamera, Stimmen, Lautstärke. Kamiyama Stimme bei Events, ja. Sound, Lautstärke. Wenn es zu laut ist, einfach was sagen. Also hier kann man wenigstens die Musik und so leiser stellen, vielleicht beides auf 4. Untertitel, ja. Feindposition, automatisches Zielwechsel, ja. Automatische Erfassung bei Angreifen. Nach hinten gerichtete Kampfkamera. Zurück zum Hauptbildschirm, ja. Also ist die Kamera fest? Anscheinend ja. Ich kann nicht mit rechten Stick die Kamera um mich herum drehen. Helligkeit. Etwas heller, weil ja, auf YouTube wird das halt so ein bisschen runterskaliert, immer die Helligkeit. Auf eine Art schade, dass Sega nur noch Spiele entwickelt, aber dann würden keine so guten Spiele kommen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Warum und weshalb? Ja. Es ist genauso auch hier die Neptunia-Reihe, Atelier-Reihe, auch eigentlich eine so schöne Reihe. Noch schöner für mich wäre es oder für andere, die halt dem Englischen nicht so gewachsen sind, dass halt auch untertitelt wird. Also hier habe ich halt Glück, dass das Spiel halt in Deutsch untertitelt wird. Aber bei vielen anderen japanischen Rollenspielen ist das halt nicht so. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja die Yakuza-Reihe gespielt, so, gell? 1 bis 6 war halt auch komplett alles in Englisch. Das ist, ja. Was mache ich mir da immer für Gedanken, gell? Und es gibt halt noch so viele in meiner Liste oder noch so viele, die sich lohnen. Also gerade, wenn ihr Vorschläge habt für japanische Rollenspiele, die mir fehlen oder die auf jeden Fall gespielt werden müssten, die jetzt nicht unten in der Info irgendwo stehen oder ich wahrscheinlich in der Wunschliste hier auf der PS5 oder so habe. Ich habe ja noch hier Sachen wie Terranigma, ich habe noch Secret of Mana, Secret of Evermore, Sachen von damals halt noch, wo wir halt hier, naja, genügend Stuff eigentlich haben, gerade für so Retro-Abende. Sound ist okay. Atelier finde ich auch sehr schön. Ja. So, die Anfangsteile waren ein bisschen schwierig, weil das mit einem Zeitfenster war. Aber ja. Okay, Kamera kann ich nicht drehen, weil sie ist fest. Gut. Aber der Grafikstil, der gefällt mir schon mal. Ich kenne das noch von einem anderen Spiel. Und die Musik, die ist halt schön chillig. Ich muss ein bisschen, ja, nicht so an Ni no Kuni denken. Aber die Musik, die passt zur Zeit irgendwie. So ein bisschen. Okay. Reden. Wehmütiger Mann. Ich muss los. Ich werde dich sehr vermissen. Ich spreche, dass du bald wiederkommst. Viel Glück. Cool. Geile Info. Okay, haben wir ein Menü mit Dreieck? Haben wir Kreis, X, R1? Ah, ist weiter rauszoomen. R1. Und wie kann man es rückgängig machen? Ich habe jetzt R1 gedrückt. Wie kann man es wieder rückgängig machen? Ah, okay. Wird einfach dann wieder rausgezoomt. Schaltfläche. Nein. Wir haben noch kein Menü. Ah, okay, das können wir auch gucken, das Protokoll, was sie gesagt haben. Ah, ab da redete er. Ab hier nicht mehr. Oh, okay. Einstellungen R1. Ja, gut, wir haben noch kein Menü. Gut. Tupi-tupi-tu. Grundgütiger, zu meiner Zeit hätte ich keiner erträumt, dass wir eines Tages fliegen würden. Ja, mach Sachen. Kann ich hier Geld abheben? Hallo, die Dame. Luftschiff und Zufahrscheinautomaten.
Ich finde es toll, dass man mit keiner echten Person mehr reden muss. Da sagst du was. Oh Gott, mit Menschen reden. Ja, Menschenkontakt. Ja. So. Hallo, der Herr. Dieser Ort ist wirklich überlaufen. Die Zeitungen hatten also recht. Das ist goldene Zeitalter der Dampfkraft, eine leuchtende Ära der Hoffnung und Industrie. Es ist noch gar nicht lange her, dass hier Krieg herrschte. Ich kann von Glück reden, wenn es friedlich bleibt. Und momentan kann die Kamera ja noch hier bleiben, gell? Das ist noch, bin ich nicht wirklich irgendwie was im Weg. Also, wenn ich jetzt im Kampf bin, muss ich halt dann gucken oder später in einem Menü. Aber hier bisher ist, wenn man hier sieht, ist nichts irgendwie dort im Weg. Square Enix macht dagegen immer die gleichen Spiele, sagt jedenfalls meine Frau. Nee. Also, ist deine... Ja, ich weiß, was sie meint, aber theoretisch eigentlich nicht. Theoretisch eigentlich nicht, weil Square ist nicht wirklich... Also, Square Enix ist ja nicht immer zum Beispiel Final Fantasy, weil... So, wenn sie jetzt Publisher sind oder so, bringen sie ja auch so Sachen wie Life is Strange oder so raus. Oder Tomb Raider. So Dinge halt, wenn sie Publisher sind. Wenn sie das selber halt entwickeln, ist halt Final Fantasy-Reihe, die Mana-Reihe, Sachen, die halt sich gut auf der Switch verkauft haben oder keine Ahnung, so Sachen wie bei Octopath Traveler und so Sachen. Also die bleiben aber trotzdem irgendwo einer Linie treu, so dem japanischen Rollenspielen irgendwo. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil, naja, siehe Kemco macht das ja auch. Und die fahren damit nicht wirklich schlecht damit. Also finde ich, die haben halt haufenweise von solcher Art JRPGs, alle irgendwie mit einem RPG-Maker. Aber für Fans, für sowas? Was willst du großartig neu das Rad erfinden? Ist halt ein bisschen schwierig. Also als Entwickler selber ist es halt anderes. Als Publisher oder so dort, ja. Aber siehe halt Bethesda. Das ist halt, was bei Fallout oder bei Skyrim klappte. Oder bei Doom. Muss nicht heißen, dass das halt auch bei Starfield oder so klappt. Ist, ja. Starfield ist halt enorm runter, also untergegangen. Tja, ja. Musst du alles noch spielen, Dirk? Ja. Sehr viele. Finde ich das nicht, aber es ist auch schon mal andere Games auf anderen Systemen zu sehen. Ja. Menschlicher Kontakt, ekelhaft. Square Enix ist ja nicht nur Final Fantasy. Genau, ja. Also ich habe halt schon so viele Square Enix oder Square Soft oder Square Spiele gespielt, die waren halt so verteilt, aber eigentlich in einem Großen und Ganzen sehr viel JRPG, sehr viel RPG und sehr viel mit Soundkulisse, die halt, ja. Aber Sega macht das halt auch gut, also Beispiel, ja, so Yakuza-Reihe, was Musik angeht oder hier Shenmue, auch alles Sega. Da liegt was auf dem Boden, sieht wie ein Flugblatt aus. Mal sehen. Eine neue Aufführung im großen kaiserlichen Theater. Ein Theater. Nicht wirklich mein Ding. Aber ich nehme es einfach mal trotzdem mit. Ha. Alles in Ordnung? Oh, ich wollte meine Tochter hier in Tokio besuchen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ach, wir sind hier in Tokio, aber im... Keine Ahnung. Sind wir in der Neuzeit? Sieht jetzt nicht wirklich aus. So in den 20ern? So 1920? Keine Ahnung. Oder was war das dort? Die haben das Zeitalter ungefähr gesagt. Ich habe gehört, dass Dämonen direkt am nächsten Tag aufgetaucht sind. Ich frage mich, ob dieser Ort immer noch sicher ist. Verstehe. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Immer diese verfluchten Dämonen. Wenn ich sie nur damals vertrieben hätte.
Nein, ich muss loslassen. Geschehen ist geschehen. Ich glaube, entweder muss man die Vorgängerteile gespielt haben oder sich mit dem Sakura Wars Universum schon ein bisschen vertraut gemacht haben. So, egal ob man jetzt den Anime geschaut hat oder die Spiele gespielt hat. Ist genauso wie die Shining-Reihe, so wegen Shining Force und diese ganzen Sachen. Was sind wir hier? Zeitung lesen. Dann werfe ich mal einen Blick in die Zeitung, mal sehen. Was zur... Es gab einen Dämonenangriff in Yokohama? Kein Scherz, ich dachte, die Dämonen wären ausgerottet. Ja, da sind wohl ein paar übrig geblieben. Ja, verfluchte Dämonen. Sie sind nichts als Monster. Aha. Den Dämonen wurde dank des Eingreifens der mächtigen Shanghaier Kampftruppe schnell der Garaus gemacht. Für ihren heldenhaften Einsatz erhielten sie Beifallstürme und Rufe der Dankbarkeit der Bevölkerung von Yokohama. Puh, zum Glück sind sie aufgetaucht. Das konnte ich lesen. Okay, das war grün. Hallo. Willkommen. Wir haben alle Arten von Souvenir für Besucher von Tokio und Proviantdosen für Reisende. Ja, geil, Thunfischdosen. Kann ich eine Zeitung bekommen? Du hast doch gerade eben die Zeitung gelesen. Wir reden doch gerade von JRPGs. Schaut mal, was Square selbst in letzter Zeit für Spiele released hat. Naja, unterschiedliche JRPGs. Also, empfinde ich halt immer noch so. Eine Mischung aus rundenbasierten Strategie-RPG und Action-RPGs. Weniger westlich aussehend. Also, es gibt halt Ausnahmen. Aber jetzt doch nicht wirklich Schlechtes, also Square, die liefern. Also Square Enix. Oder welche Beispiele, also nenn mal Beispiele, wo du dann sagst, also ja, schmeißt das alles in einem Topf oder so, ist alles gleich. Kannst du, glaube ich, nicht wirklich sagen, ist halt schwer. Also ich kann ja auch nicht mal bei den Final Fantasy Spielen sagen, dass das irgendwie gleich ist, weil siehe Final Fantasy 16, der ist ja. Ist ja ein ganz anderes Universum, so vom Gefühl her. Also rein auch optisch gesehen, auch anders. Es wirkt halt etwas westlich. Kann ich eine Zeitung bekommen? Ja. Bitte nehmen Sie sich ruhig eine. Der beste Weg, aktuelle Ereignisse und Nachrichten zu erfahren. Okay. Aber ja, ich glaube, andere Entwickler, die machen es halt etwas geschickter oder die versuchen sich so ein bisschen breit gefächerter der Zielgruppe irgendwie so ein bisschen anzunähern oder neue Sachen zu versuchen. Ja, vielleicht das ist das halt. Ja, ja. Ja, also bei vielen Sachen gebe ich dir da recht, das, oder dein Frauchen recht. Das stimmt halt schon. Aber trotzdem liefern Square Enix halt. Du kannst halt sagen, was du willst. Die sind halt nicht umsonst hier, was JRPGs angeht oder so, schon so weit oben. Also Sega-Titel sind halt auch sehr, sehr gut, aber die kamen jetzt nie wirklich irgendwie, keine Ahnung, bei Game Awards so wirklich an oder irgendwie in dem Fokus. Die haben halt immer so eine Nische. Selbst die Yakuza-Reihe war halt eher immer sehr, sehr nischig. Das ist halt, wird halt auch immer sein. Shenmue hat damals ja auch was geschaffen, was zu der Zeit auch nicht so wirklich war. Also die Quicktime-Events auf diese Art. So für diese Art von Spiel. Hey Bursche, kommst direkt vom gerade gelandeten Luftschiff, oder? Ja, aber wissen Sie das? Ach, war leicht. Kamst direkt aus dem Tor und hast gegafft wie ein Tourist. Lass mich raten, bist ein Junge vom Land und hast keine Ahnung von der weiten Welt. Ja, so in etwa. Man mag es kaum glauben, aber der Ort hier bestand vor 10 Jahren nur aus brennenden Ruinen. Aber dann haben wir alle in die Hände gespuckt und jetzt ist keine Spur mehr vom Krieg zu sehen. Das Leben ist nicht perfekt, aber hier findest du immer eine helfende Hand. Wir passen aufeinander auf.
Gemeinsam sind wir stark und deshalb ist Tokio wieder aus den Ruinen aufgestanden. Und ich muss eigentlich unbedingt die Persona-Reihe spielen. Das ist halt so. Die Shin Megami-Reihe an sich ist halt auch schon so lohnenswert. Das. Und hier stehen wir nun. Nach all der Arbeit, eine wiedergeborene Stadt. Sie wartet auf dich. Willkommen in Tokio. Aber ich muss halt sagen, dass man irgendwann eine Kuh zu sehr gemolken hat. Ich glaube, bei Persona 5 war das so, gell? Das sind ja vier verschiedene Teile, die man halt gemolken hat mit Persona 5. Bis man halt wartet auf den Persona 6. Das ist halt auch ein bisschen kacke, wie man das halt eine Kuh melkt. Aber solange man sie melken kann. Und von Tomb Raider kommt auch schon nichts mehr. Doch, es kommt bald was. Seit 2022 auch ein anderer Publisher, die Rechte an der Marke hat. Ja, ja. Aber es wurde doch angekündigt, dass bald ein neuer Tomb Raider rauskommt. Wurde angekündigt. Und als Square noch soft war, bekam man ja auch diverse RPGs, JRPGs, Action-RPGs geliefert. Ja, ja, ja. Also ich fand, die haben immer geliefert. Deswegen ist ja nicht, umsonst so groß, wie es jetzt ist. Aber es verdienen halt viele kleine Entwickler halt auch einen Fokus auf bestimmte Sachen. Aber also nennen wir mal ja jetzt noch so eine Konkurrenz, was halt JRPGs angeht, die definitiv so mithalten kann mit so einer Größe von Square Enix. Es ist eher so schwierig. Schwierig. Außer du setzt jetzt zum Beispiel so Sachen halt wie Capcom oder so dahin. Könnten die theoretisch auch noch. So gerade was mit der Monster Hunter-Reihe oder so alles ist. Das ist, ja. Und hier stehen wir nur noch alle arbeiten. Wiedergeborener Stern. Sie wartet auf dich. Willkommen in Tokio. Oh. Yoshi, sorosoro jikan da. Yakusoku no basho e mukau to suru ka. Ich hätte mich schon umsehen sollen. Mann! Ach so, typisch Dirk immer. Sieh dich doch erstmal um, bevor du mit den Leuten redest. Und hier, wie gesagt, ist es eine andere Art Rollenspiel jetzt. Sehen wir gleich. Aber die Musik gefällt mir. Au. Okay, übertreib. Das ist irgendwie schön animiert, aber finde ich. Ich wollte mich noch umsehen. Da hätte was sein können. Loot und alles und. Okay, aber jetzt können wir uns umsehen. Wenn wir uns offen bewegen können. Und man mich kennt. Oh, diese chillige Musik. ここに来るように言われて。もしかして、セニーさん？嘘！
とどこかでお会いしましたか？もしかして忘れちゃったんですか？ほら！うわっ！もしかしてさくらちゃん？セクは？雨宮さんところの。はい。子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。10 Jahre her, da waren wir noch Kinder. Hat so ein bisschen was von Jazz? So ein Stil? Okay, Lips, Auswahl mit Zeitbegrenzung. Das liebe ich ja, danke. Lass mich doch einfach in Ruhe Sachen wählen, sonst kommen so Sachen, wo willst du sie berühren? Kopf, Lippe, Busen. Und dann drücke ich aus Versehen auf Busen. Ja. Ich würde Koch Media oder THQ Nordic in die Runde werfen. Die Spiele sind aber auch eher nur okay. Ja, aber die haben jetzt nicht wirklich viel mit JRPG. Oder? THQ, obwohl. Ja, aber boah, ich glaube, die kannst du auch nicht wirklich. Nee, mit so Größen wie Square Enix oder was JRPGs angeht. Ich glaube, da hat es halt nur die man noch in den Topf werfen könnte, aber halt auch eher klein, nischig ist halt Taito. Unter anderem. Oder wie hießen die? Nicht Kemco, sondern Temco? War das Temco? Hä? Also Taito unter anderem. Und irgendwie von Luffy und so Sachen. Da waren auch sehr, sehr viele. Oder Natsume und so. Keine Ahnung, gibt's eigentlich genügend. Koi, ja, die. Die zum Beispiel, die. Also guck doch da die Spiele an. Die würde ich halt auch theoretisch als sehr, sehr gute JRPG sagen, ja. Musen soll sich musen. Ja, Taito fand ich auch ganz großartig. Ja. Okay, also. Wähle Kamiyamas Aktion innerhalb des Zeitlimits, neige und halte den linken Stick auf deine Auswahl und bestätige mit X. Wenn du dich nicht innerhalb des Zeitlimits entscheidest, wird Kamiyama nichts tun. Du siehst fantastisch aus. Was machst du hier? Wie wäre es mit einer Verabredung? Ja, cool. Wow. Boah, ich weiß jetzt schon, dass wir Schläge kassieren oder wir werden große Liebe entdecken. Mit meinem Glück. Vertrauen. Das Vertrauen zwischen dir und den anderen und der anderen Person steigt oder sinkt, je nachdem, wie du dich entscheidest. Einige Ereignisse werden je nach dem erreichten Vertrauen ausgelöst. Aha. Solange ich nicht wie ein Moskito sie stechen muss, ist alles in Ordnung. Du siehst fantastisch aus. Ich bin voll der Casanova. Ich werde sie alle. Ihr versteht schon. Ich bin so Geralt. Ich muss alle Herzen brechen. Kanzaki Shihaini. Kanzaki Shihaini. Anata wa Kamiyama Seijuro kun ne. Matte imashita wa. Watashi wa Kanzaki Sumire. Kono Daiteikoku Gekijou no. Von mir aus hätte das noch ein bisschen lauter sein können, eigentlich. Also auf 5. Muss ich mal gleich testen. Aber vielleicht nur, weil ich halt die
die volle Experience spüren will. Falls dort merkwürdige japanische Schreie kommen oder so dort. Ich will sie schreien hören.多数の部君を挙げた後、海軍特務解剖官マリシテの艦長として対航魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。は。神山君。 あなたは帝国歌劇団花火を知っているかしら？帝国歌劇団。 Ich muss mehr JRPGs spielen. Gott, das fehlt mir halt so. Okay, das sind diese Sachen. Was ist die kaiserliche Kampftruppe? Das ist die Blumendivision. Sie sind in einem Theater stationiert. Erstmal hier nach der Blumendivision. Hanagumi-to-wa-nan-de-shou Aber bisher ist die Kamera noch nicht im Weg irgendwo. コーマに対抗する中核となる舞台ですわ。だけど、今の花組には、かつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど、帝都の守りは、上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団。 Oh, die mischen drei Spiele mit der Musik. Ich sag euch gleich, welche. Und zwar höre ich raus Shenmue. Ich höre Dark Chronicle raus. Und ich höre die Mana-Reihe. Also hier Shenmue, so ein bisschen. Unter anderem. Und jetzt gleich, wartet. Und das kann man theoretisch aus der Mana-Reihe. Und gleich gab es irgendwie einen Part, der hört sich so ein bisschen an wie aus Dark Chronicle. Aber ich mag die Musik, die ist sehr schön. Schön chillig. Jetzt kann der Marco das auch mal sehen, falls er sich interessiert dafür. Was ist die kaiserliche Kampftruppe? Ich muss mehr JRPGs spielen auf dem Kanal. Mann. このテートは、コーマから守るために結成された秘密組織よ。過去、幾度かの大きな戦いに勝利し、テートの平和を守り続けてきたの。コーマに対抗するための秘密組織か。すごい話だな。Ah, wenn ich das höre, ey, dann habe ich irgendwie wieder Bock auf Shenmue. Mano. Schau fern noch und Netflix nachschauen. Hast du die ganzen Serien dir aufgeschrieben? So, die du auf jeden Fall gucken solltest? Wie gesagt, Marco hat jetzt hier Netflix und Disney Plus und so, gell? Marco ist jetzt... Irgendwann vergisst der Fernseher ganz. Dann haben wir ihn auf unserer Seite. Auf der Seite, die cool ist. So, die kein Fernseher braucht. Aber ja... Wenn du einmal jetzt Squid Game, Stranger Things, Breaking Bad. Boah, Breaking Bad ist so eine gute Serie gewesen. Gott. Da gibt's schon sehr, sehr geile Serien. Also die müssen halt auch einen gefallen. Sie sind in einem Theater stationiert. こんな目立つ場所が本拠地なんですか？帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち、帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えていく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど。 戦うだけでなく、そんな任務があるんですね。Ein bisschen Ni no Kuni höre ich noch raus. Ganz leicht Grandia, ganz leicht.
Aber hier ist halt auch so ein Hauch von Shenmue. Ach, egal. So, ja, Kanzaki Sumire. Kotzte no Topstar no Namae datta yona. Kanzaki. Meno mae no kono hito wa kotzte no Teikoku Kangekidan Hanagumi no Taiin? Sate, koko kara ga hondai. Kamiyama Seijuro-kun, anata ni Teikoku Kangekidan Hanagumi no Taichou ni natte moraitai no. Ore ga Taichou desu ka? Ich nehme das Angebot an. Ich bin mir ja nicht ganz sicher. Mit Gesang und Tanz komme ich auch klar. Okay, ich nehme es an. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich muss mich entscheiden. Hat was von vier Jahreszeiten? Von vier Jahreszeiten? Vielen Dank, Kamiyama. Wir zählen auf Sie. Schau mich auf die Herausforderung. Erste Mission, okay. Ich muss die Musik halt ein bisschen lauter machen. Das ist so für mich gerade so schön. うん。了解しました。よし。それじゃ、この後のことは秘書の香織に聞いてもらえるかしら。まずは花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわないとね。 Kamerasteuerung. Ach, jetzt geht das. Jetzt auf einmal. Bewege die Kamera mit rechten Stick, drücke R oder L2, um sie wieder zu zentrieren. Ach, jetzt auf einmal darf ich das. Ändere das Abenteuer-Kamera-Tempo in den Optionen. Ist es zu schnell oder zu langsam? Pass es an. Testen wir mal. Für mich eigentlich noch zu langsam. Für mich eigentlich noch zu langsam. Aber das wird ja nicht im Kampf so langsam sein. Okay. Abenteuerkamera Tempo 5. Ja, das geht eher. Ja, das geht eher. Okay. Kampfkameratempo ist auf 2. Stimmenlautstärke. So, der muss bisschen lauter sein. Speichern. Cool. Warte mal, kam das damals für die 4 raus? Oder für die 3? Warum das halt so ist mit dem Speichern? Merkwürdig. Vor allem, wenn die Geigen einsetzen. Ja, Glassy kann man auch zwischendurch mal hören für neue Ideen. Ja. Ich mag das halt ganz gerne. So mit Streichern und alles. Diese Blumen sind wunderschön. Was für eine Art das wohl sein mag. Keine Ahnung. Steht für Intelligenz und Schönheit. Tinte auf Gold. Ist das nicht ein wenig grell? Ah, okay. Wenn man R2 drückt, dann zentriert er dann hier wieder drauf. Okay. Untersuchen.
Ein elegantes westliches Sofa. Alle Möbel hier drin sehen ziemlich teuer aus. Sehr stilvoll. Und ich habe ein Spiegelbild. Ich habe ein Spiegelbild. Das ist schön. Und es zeigt nicht meinen Rücken an, wie manch andere Spiele. Kann ich noch was erfahren? Wofür eine kaiserliche Kampftruppe sprechen? Darf ich eine weitere Frage stellen? Selbstverständlich. Pfui, Teufel, ist die hässlich. Nein, ist sie nicht. Was wollen Sie wissen? Jetzt kommen die aber früh mit. Mein Bruder hat mich wieder dazu gebracht. Zu Klassik? Zu Klassik? Ja. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mit. Wenn man halt so altchinesische oder japanische Spiele gespielt hat oder Filme geguckt hat, da kommst du automatisch hier mit so Streichquartett oder so. Keine Ahnung. So eins der schönsten Instrumente, was ich finde, so vom Spielen her, ist halt, also für mich irgendwie die Panflöte aber auch. Ist halt jetzt nichts mit Streichern oder so zu tun, aber so vom Klang mag ich die Panflöte. Und es gibt noch ein. Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen oder so, ist aber ein japanisches Instrument oder chinesisches Instrument. Das ist ein Streichinstrument mit, ich glaube, 8 Saiten. Das ist ganz komisch. Das sieht halt aus wie. Bei Baldur's Gate. Mein Bade. Wie hieß das? Nicht eine Lyka, aber sowas ähnliches. Eine Lyka, eine Leica? Keine Ahnung. Was ist die kaiserliche Kampftruppe? Cool, ja geil. Ich sag das gleiche wie eben auch. Blumendivision. Blumendivision ist dies und jenes, das habe ich dir schon gesagt. Und so. Ach so, ja stimmt. Ah, und dann ist nochmal ein Häkchen. Ja, cool. Und nochmal die Kampftruppe. Und die kaiserliche Kampftruppe. Ist eine geheime Organisation zum Schutz von Tokio von den Dämonen. Ja, so. Hab ich dir eben eigentlich auch schon gesagt, aber du hörst nicht zu. Aha, eine geheime Organisation, die gegen Dämonen kämpft. Nicht schlecht. Und ein Theater stationiert. Das große kaiserliche Theater, ist das nicht etwas zu auffällig als Operationsbasis? In Zeiten des Friedens, das ist so und so, hat die eben auch alles gesagt. Wir gehen in die Bühne und das. Aber warum kann man da nochmal ein Häkchen dran machen? Finde ich merkwürdig, aber okay, gut. Warum sollte es auch den Rücken zeigen, wenn man drauf guckt? Ja, weil, wie hieß das Spiel? Hat der Kronki auch im Stream gespielt? Ich war so kurz davor zu überlegen, an dem Halloween-Stream das auch zu kaufen. Ah, wie hieß das? Irgendwas mit Soul? Irgendwas, oder? Das sah ganz, ganz merkwürdig aus. Und der Charakter, den man spielt, der Protagonist, der, wenn man den ins Gesicht schaut, der hatte so ein bisschen was von Gecko. Ich weiß nicht warum, aber manchmal hatte der Gecko so einen treu-doofen Blick. Und der Charakter, den man dort spielt, der hat da auch manchmal so einen Blick manchmal. Keine Ahnung. Ach ja. Hafenkonzert. Gartenzaun zum Reinkrapschen. Was? Ja, ein Hafenkonzert, nicht ein Hafenkonzert. Auch ein Rücken kann sehr entzücken, ja. Ist momentan egal. Und wer bist du? Hajimemashite, Kamiyama-san. Kaoru. Watashi wa Sumire-sama no hisho, Rindo Kaoru desu. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, jetzt sind wir in irgendeiner Game Show. Kochira koso. Yoroshiku onegai shimasu.
スミレさんの秘書か。この人とも長い付き合いになりそうだ。Oh, das erinnert halt an gute alte PS2 JRPGs. Ach Gott. Ich habe irgendwie sehr, sehr, sehr viele PS1, PS2 Vibes im Kopf, so wenn ich so Musik höre. Ach schön. Eine Lycra. Streichinstrument, wer kennt es nicht? Ja, sowas ähnliches, Mann. Ich sag das sogar in meinem Let's Play. Ich trage als Bade diese Waffe bei mir. Oder diese Waffe, das Instrument als Barde. Ist wie eine Leica oder eine Lycra. So was ähnliches. Deswegen muss ich direkt oder so an dich denken, Lycra. Gibt's halt wirklich so, heißt wirklich so. Ist halt so wie eine zupfende Geige, die so groß ist. So, keine Ahnung. Ist halt, ja. Ich möchte über meine Pflichten reden. Reden wir zuerst über Ihre neue Ausrüstung. Sie sollten sie bereits erhalten haben. Dies hier? Ah, so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist jetzt Teletron. Aber wenn ich jetzt... Ich habe ja die Extras gekauft, aber hätte ich jetzt alle in Badeanzug gemacht, alle Charakter, hätten die dann auch in den Sequenzen hier alle in dem Badeanzug? Und auch hier bei den Sequenzen alles? Ich kann das hier nicht mehr umstellen, nur im Hauptmenü. Ist aber ein bisschen merkwürdig, wenn ich das nur im Hauptmenü einstellen kann. Ist ein kompaktes Kommunikationsgerät, das überall eingesetzt werden kann. Es empfängt allerdings nur, Sie werden es zu schätzen wissen. Kommunikationsgerät? Dieses kleine Ding kann Nachrichten empfangen? Wenn Sumira Befehle für Sie hat, schickt sie üblicherweise auch per Teletron. Ich sende Ihnen eine Testnachricht. Tippen Sie einfach den Bildschirm Ihres Teletrons an, wenn sie ankommt. Oh, geil! Das war aus dem Original. Wichtig, und zwar so. Dies ist eine Testnachricht. Cool. Ich kenne wohl eine Balalaika. Nee, die nicht. Es war irgendwas mit Lycra, Laika, keine Ahnung. Warum hast du nicht jedem einen Badeanzug gegeben? Verstehe ich auch nicht. Warum eigentlich nicht? Ich habe doch dafür bezahlt. Ha. Du hast recht. Das ist genial, das wird auf jeden Fall nützlich sein. Ein nützliches Gerät exklusiv für Anführer. Passen Sie gut darauf auf. Verstanden. Du hast ein Teletron erhalten. Ein dampfbetriebenes Informationsterminal. Drücke Dreieck, um deinen Teletron einzuschalten. Aber vielleicht, weil ich dachte so, ja, vielleicht kann man es noch irgendwie hier in dem Menü umstellen immer. Weil ich will die Charaktere erstmal so sehen, wie sie halt sind. Aber ich habe ja auch bei Witcher alternative Kleidung für Siri und die anderen gemacht. Aber Badeanzug ist halt wieder was anderes. Obwohl. Karte. Die Karte zeigt das Innere des Kaiserlichen Theaters und die Umgebung in Ginza. Besuche Orte mit einem Charaktersymbol, um ein Ereignis mit diesem Charakter auszulösen. Ein Logbuch. Zeigt ein Protokoll vergangener Ereignisse an. Du kannst Zusammenfassungen, Eventgrafiken und Anime-Szenen ansehen. Ja, geil. Ich kann die Szenen wieder ansehen. Porträtfotos. Du kannst während des Spiels Porträtfotos sammeln. Porträtfotos werden auf deinen Teletron gespeichert, wo du sie jederzeit betrachten kannst. Okay, wir brauchen Badeanzüge. Teletron-Nachrichten. Drücke Dreieck, um empfangene Nachrichten anzuzeigen. Wichtige Nachrichten erscheinen rot. Gibt es hier auch einen Kameramodus? Nur so, weil Fernservice, der Zuschauer will sowas sehen. Ich? Nicht wirklich, weil... Okay? Wer bin ich? それでは神山さん、
Aber ich denke ja nur an euch. わかりました。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね、神山君。期待していますわよ。 Kann ich mich das umsehen? Gott, wie süß ist das mit der Musik auch? Sakura-chan. Moshikashite, nusumi giki shite ta no ka? Boah, die Musik, die hat mich. Boah, die Synchro. Wir haben über gar nichts geredet. やった!私も花組の一員なんですよ。だから、聖兄さんは私の隊長さんです。そうだ。これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ。 堅苦しいのは嫌いだから。ダメです。そういうものかな。はい、神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって？なんで？ Es ist so süß animiert auch. Ja, Sakura, aber warte kurz. Ich verliere mich gerade in den Augen. Ich bin auch so. 帝国歌劇団は憧れ夢か。 Kingdom Hearts. Schön, dass sich ein Traum erfüllt hat. Sind Sie zufrieden? Für mich ein Traum. さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな。よかった。 Ich muss das schnell noch lesen. 舞台はこの扉の向こうです。 Gott, ist sie knuffig! Okay, kaiserische Theater. Hinter der Tür, wo Sakura steht, ist die Bühne des großen kaiserlichen Theaters. Ich bin gespannt. Ziele. Dein Ziel wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn du nicht sicher bist, was du tun sollst, schaue dort nach, um deinen Hinweis auf eine nächste Aktion zu erhalten. Also bei mir hier unten, ich verdecke halt nur das Schließen. Okay. Mehr ist das nicht wirklich. Und, ja gut, telefonieren. Schauen wir uns die Bühne an, Kapitän Kamiyama. Das große kaiserliche Theater. Ja, Madame, warte kurz. Ich speichere kurz, weil... Ich hab da so DLCs, ich will nur gucken, ob das geht. Warte, ich guck dich nicht an, ja? Ich guck hier hin. Ich will nur gucken, ob das geht. Also so für die Zuschauer, gell? Sind verschiedene Musikeinflüsse aus verschiedenen Genres. Finde ich auch sehr schön, ja?
Also wenn ich das hier höre, boah, ich muss halt an so viele RTL 2 Animes denken. Ach, wie schön. So. Sayuri Kamiyama, Sakura, Hatsuo, Asami, Anastasia, Clarissa. Also wir haben eigentlich, ich habe Kleidungsset von allen gekauft. Ogamis Kleidung, Badeanzug. Ich guck mal. Ich will nur gucken. Also nur so für... Ich will nur wissen, ob das... Ja, ich möchte das laden. War doch eigentlich gleich, oder? Ich mach das nur so für die Wissenschaft und so, gell? Nicht irgendwie, weil... Süße ist eigentlich noch... Ja. Ich find's gar nicht mal so kacke. Das einzige Problem ist halt dabei, dass ich mir dann die Illusion nehme, wie sie im Eigentlichen aussehen sollten. Und ich sehe halt aus, als ob ich irgendwie ein merkwürdiger Tennislehrer wäre oder der gerade irgendwie im Garten joggt und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1. Aber die sieht halt süß aus in diesem Anzug, in einem Badeanzug, aber ich darf mir nicht selber die Illusion nehmen. Ich hab's gekauft, das DLC, so, aber vielleicht sollte ich das halt eher machen, wenn der Schluss ist, so. Oder wenn es irgendwie im Spiel vorgesehen ist, dass ich die Kleidung ändern kann, irgendwie, wenn ihr versteht. Aber ich lasse jetzt erstmal, gerade um mir nicht die Illusion zu rauben, was sie im Eigentlichen anhaben. Deswegen. Ist aber hübsch, natürlich. So, aber ich will mir nicht selber die Illusion halt nehmen. Deswegen bleibe ich bei Standard. Aber schön, dass man das halt kaufen kann. War nur, keine Ahnung, 2 Euro, 3 Euro oder irgendwas, glaube ich. Waren halt die Sets, weil war halt runtergesetzt. Ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung. Ist genauso wie, warum kauft man irgendwie bei Monster Hunter oder bei Fortnite Skins? Ja, das ist... Man weiß es nicht. Jetzt müssen sie wieder normal gekleidet sein. Ja. So, weil ich will mir, wie gesagt, nicht die Illusion rauben. Ich will ja das Wenn machen, wenn wir zum Schluss alles irgendwo gesehen haben, dann kann ich halt so Urlaubsfeeling machen, dass jeder so im Badeanzug ist. So, bevor ich da reingehe, gucke ich mich halt erstmal um. Ich will das Spiel erstmal mir erstmal so richtig genüsslich einverleiben. Anstatt direkt in die Hauptstories reinzubrettern. Diese herrliche Farbe, diese süße, rundliche Form. Ah, ist einfach unwiderstehlich. Was? Welche rundliche Form? Mein Telefon. Das ist mein Telefon. Großes kaiserliches Theater. Kaiserliches Theater, Erdgeschoss, erste Etage. Winde des Wandels. Geht zur Bühne des großen Kaisers. Beim Betreten der Bühne merkt Kamiyama, dass dies eine völlig andere Welt ist. Okay. Und hier sind Bilder. Sehr viele Bilder zum Freischalten. Porträtfotos.
Gut. Dubi-dubi-du. Die Blumendivision könnte bald weltberühmt sein. Ich sollte mir ein Autogramm holen, vorsichtshalber. Ja, dann gehen wir ran. Untersuchen. Ein schöner Ort für eine Pause. Ja, könnte ich vertragen. So auch in Real Life. Untersuchen. Man kann in dieser Garderobe offenbar seine Habseligkeiten lagern. Oh, eine violette Blumenbrosche. Hat jemand vergessen? Seine Habseligkeiten. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Oh. Das ist ihm nicht bekommen. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Okay, gut. Es ist angenehm, im Frühling ins Theater zu gehen. Man muss weniger in der Garderobe abgeben. Dieser Ort könnte einiges von europäischem Theater lernen, besonders die Schauspielerinnen. Die Darstellerin von Salome war unvergleichlich. Aha. Nach draußen gehen könnte ich auch. Mama, ich will Dango! Wenn du artig bist, kaufe ich dir auf dem Heimweg welche. In Ordnung? Ich gebe dir einen Watschen. Und ich mag diesen Effekt halt auch in Spielen. Diese Staubkörnchen in der Sonne. So ganz kleine Details. Im Laden soll es Theater-Souvenirs geben, aber was hat diese blaue Blüschding mit dem Theater zu tun? Ja. Papierfächer, süße Teetassen und natürlich das Theaterprogramm. Also gut, ein weiterer arbeitsreicher Tag wartet. Ich sollte zunächst meine Vorräte überprüfen. Hallo? Ma'am? Im Kassenbuch ist alles detailliert und sorgfältig notiert. Die Ladeninhaberin nimmt ihre Arbeit sehr ernst. Ein Poster für unser kommendes Stück Momotaro. Achso, die kann man auch angucken. Habe ich das eben hier verpasst? Okay, nicht alle. Wo geht's hier hin? Erdgeschoss Sitzplätze, okay. Ich gucke mich erstmal auf diese Etage um. Weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo wieder hingehe, dann bin ich irgendwo in Südfrankreich und Sakura ruft mich. Ich sollte besser zur Bühne gehen. Oh. Aber der Boden glänzt. Ich kann doch nicht einfach jetzt gehen. Ich möchte hier durch. Ich möchte durch den Saal und ich möchte hier Dinge tun und entdecken und so für die Zuschauer und so für mich und so. Och Mann, Spiel, lass mich doch. Dann gehe ich Erdgeschoss. Wenn ein Spiel sagt, nö, das nicht. Es wäre gemein, wenn ich auf diesem Weg die Bühne betreten würde, wenn Sakura mich ruft, ich sollte besser zu ihr gehen. Okay. Dann gehe ich halt nach oben. Sakura ruft mich, ich sollte besser zur Bühne gehen. Dann gehe ich nach draußen. Sakura ruft mich, kein guter Zeitpunkt, um sich alleine umzuschauen. Ich glaube, wir sollten zur Sakura gehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wäre the way to go. Ja. Oh Gott, die tanzt mit der Musik, aber... Gott, bist du süß. Hör auf, so süß zu sein. Hätte auch von Bandai sein können, gell? Bandai Namco machen ja auch sehr, sehr gute animierte Spiele.
Das ist also die Bühne des großen kaiserlichen Theaters. Größer als ich dachte. Ohio! Die ist riesig. Die Bühne. Oh Gott, das sieht... Oh Gott. Oh Gott. Also ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, der ein oder andere, unten in der Info steht ja, wie gesagt, auch so Projekte, die ich noch vorhabe, hier auf dem Kanal zu spielen oder als Let's Play. Habt ihr euch da schon so geguckt und gesehen, so, ja, könnte interessant sein oder ja, wenn die Zeit es zulässt, wäre es schön? Oder gefragt oder so, ah, warum nicht irgendwie hier im Stream? Ich würde das halt schon gerne im Stream sehen, Ding. So, weil... Ich war mir da halt nicht so wirklich sicher, welche ich halt als Let's Play raushauen würde oder welche im Stream, weil ich müsste sonst jeden Tag streamen und jeden Tag ein anderes Spiel spielen, damit ich da irgendwie meine, ach Gott, meine Pile of Shame-Liste abarbeite. Steiler als ich dachte, dadurch kann man von überall gut sehen. Ist doch gut, wenn das so ein bisschen steil ist. Ich komme halt gleich zu ihr da hoch. Augen brennt. Diese Tür führt zum Flur und zum Auditoriums. Sie ist verschlossen. Ah. Hier drüben. Ja, ich komm gleich. Warte. Diese Tür führt zum Flur. Also ich glaube, die einzigen Entwickler, die so eine Optik in Spielen auch entwickeln, wäre, glaube ich, Bandai Namco. Also bin ich mir sogar 100% sicher, dass die eher so in diesem Grafikstil die Spiele raushauen. Aber was ja auch irgendwo klar ist dann so. Ich muss sagen, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dich hier auftreten zu sehen, Sakura. Dann helfe ich dir dabei. Ich zeige dir jetzt meine schauspielerischen Fähigkeiten. Schauspielerische Fähigkeiten? Wie konntest du? Du warst 10 Jahre fort, ohne einen einzigen Brief zu schreiben. Und nun kommst du nach all der Zeit her und tust so, als wäre nichts passiert. Was hast du zu deiner Entschuldigung vorzubringen? Die hätten theoretisch wie Yakuza eigentlich so... Bitte entschuldige die Verzögerung, was für eine miserable Dame, ich habe keine Unruhe getrieben. Oh Gott. Mann, ich will in Ruhe lesen. Ich muss gucken, ob ich pausieren kann. Währenddessen... Ich habe gerade für eine Rolle gespielt, Kamiyama. Hehe. Oh, so, also nur gespielt. Und ich muss gucken, ob ich diese Textgeschwindigkeit in diesen Dingern halt ganz runterstelle. Ob ich dann halt selber manuell die skippen kann. Hey, was macht ihr da? Oh, Sakura, ja neka. Otokozure to wa sumi ni okene na. Hatsuo. Hatsuo. Okay, Red Dead Redemption. Jetzt habe ich Bock auf Red Dead Redemption. Der Flöte spielt. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Schön, dich kennenzulernen, Kleine. Wie wär's mit einer Verabredung? Warum habe ich das gesagt?
Wieso habe ich das gesagt? Egal, ich will alle. Was? So hässlich bin ich nicht. Ich will halt bei allen Frauen landen. Ich muss das machen. Für die Wissenschaft. Ah, okay. Ja. Verzeihung, ich bin manchmal so forsch. Eigentlich bin ich ein Gentleman. Wie Geralt. Kann man in dem Spiel Gefühle verletzen? Wenn nicht, dann kann ich halt wie Geralt oder so alles machen. Jetzt verstehe ich, was ist das mit. Sie bekämpfen nicht nur Dämonen. Die sollten so laute machen, so. Yeah. Sie geben auch Vorstellungen und tragen entscheidend dazu bei, die Leute zu ermutigen. Ja, allerdings lerne ich noch, daher muss ich noch etwas an meine Schauspielkunst fallen. Ja, man kann ich hoffentlich das Publikum bewegen. Ich will die Herzen der Zuschauer berühren. Sakura? Ich weiß nicht, was du tun kannst. Eines Tages wirst du zum Star. Es ist schön, einen Traum zu haben. Eines Tages wirst du zum Star. Das ist ein gutes Spiel, Sakura. Vielleicht wirst du eines Tages zur Hauptattraktion des Kaiserlichen Theaters. Hauptattraktion? Könnte ich die Menschen wirklich inspirieren? So wie sie es einst tat? Auf jeden Fall. Ich glaube an dich. Ah, danke. Wenn du mir das so sagst, fühle ich mich, als könnte ich nach den Sternen greifen. Du hast geblinkt? Was heißt das? Egal. Habt ihr euch schon überlegt, welche Show ihr als nächstes aufführt? Als nächstes zeigen wir die Legende von Momotaro. Wir proben gerade für die Premiere nächste Woche. Interessant. Und wie laufen die Proben? No? Nächste Person? Ich komme mir vor wie in Orfina. Ich bin umgeben von hübschen Frauen und ich bin der einsame Loser. Ich flirte einfach mit allem, ja? Egal ob Männlein oder Weiblein. なるほど。 Wenn die Vision stärkt, also den Rücken, die Vision sollte kämpfen, könnt ihr nur den Laden übernehmen. Kasegumi atte no Hanagumi desu ne. Supporto no hou, yoroshiku onegai shimasu. Oh, makasetoki. Sunao na taichou. Sie hat auch geblinkt. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Sonna wake de Kasegumi no katsudou no ikkan toshite, ich habe genügend Dating Sims gespielt. この店におるから、なんかあったら声かけてや。うん。頼まれたら、チリガミから海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。空中戦艦。 Schlachtschiff hat sie sogar. 何でも勉強します. Ich kann die Ragnarok kaufen. Okay, was willst du als nächstes sehen? Speisesaal. Ich glaube, ich schaue mir erstmal alleine um. Trotzdem, danke für die Tour. Ja. Alleine. Gute Idee, Kamiyama. Allein kannst du dir einen besseren Eindruck verschaffen. Ja, weil Sakura, die stört halt nur, gell? Die stimmt. Okay, ich gehe dann mal zurück in mein Zimmer. Wo ist dein Zimmer? Unsere Unterkünfte sind im ersten Stock. Komm einfach vorbei, wenn du noch was brauchst.
Okay. Oh, und du sollst im Archiv vorbeisehen. Dort wirst du mit Sicherheit jemanden antreffen. Ja. Gott, ist die süß. Okay, alles klar. Ich schau mal vorbei. Danke. Sollte ich mehr solcher Spiele vielleicht auf dem Kanal spielen? Ist halt ein bisschen schwierig, ob man halt mehr so westliche Rollenspiele spielt oder so fernöstliche. Ich mag halt eher so die... Ich sehe es halt wie der Pet manchmal oder so. Ich gehe halt mehr in die JRPG oder mehr in die, in die östliche Richtung. Sollte mir das Archiv ansehen, aber Komachis Laden klingt auch interessant. Was soll ich tun? Sekundärevents. Bei Charakteren oder Orten, die mit einem blauen Ausrufezeichen-Symbol gekennzeichnet sind, kannst du sekundäre Ereignisse auslösen. Also wie Nebenmissionen sowas, Angels? Atelierreihe würde auch zu dir passen. Ja, aber ich brauche halt mehrere Teile. Und die sind selten im Store vergünstigt. Und vor allem die 3-in-1-Packungen. Atelierreihe, auf jeden Fall würde ich die halt spielen. Sind ja nur 20 Teile, aber ihr habt ja Zeit, gell? Ich bleib ja noch ein bisschen länger hier auf der Erde, so, und dann kann man genügend hier spielen. Viele JRPGs auch mehr. Ja. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, unterschiedlich hier bei der Community. Also, RPGs und Retro, so, das ist halt so das, was halt viel bei mir ist. Und bloß natürlich sonntags oder so die Ausnahmesachen dort. Aber ich will halt auch hin und wieder so kleine Pixel-Indie-Games oder sowas spielen. Oder ab und an Point-and-Click-Adventure. Das ist halt gar nicht mal so einfach. Ja, du willst halt sehr viel füllen und sehr viel Verschiedenes machen. So, also ich kann mich nicht so wirklich festlegen auf etwas. Aber im Normalfall solltest du das eigentlich machen, damit du halt deine Zielgruppe besser findest. Oder außer du bist halt Various-Streamer oder so dort, der dann halt so ein bisschen umherschwankt. Aber ich glaube, ich habe schon so eine bestimmte Zielgruppe, die dann halt ungefähr dann weiß, so, ah, okay, ja, wenn ich Dirki gucke, dann weiß ich, was ungefähr so auf dem Programm ist, so, was man erwarten kann. Also sollte man meinen. Gehe ich von aus. Vertrauensevents. Vertrauensereignisse werden durch bestimmte Bedingungen ausgelöst. Wenn du dieses Symbol siehst, solltest du den Ort unbedingt besuchen. Ah, ein Vertrauensevent. Okay. Ich müsste öfters auf mein Handy dort starren. Haben wir ein Vertrauensevent? Ah, man sieht jetzt, dass sie ein blaues Ausrufezeichen-Ding haben. Sie hat ein grünes. Und hier oben ist noch ein blaues. Aha. So. Besuche das Archiv. Schau dir den Laden an. Nee, schau dir den Laden an noch nicht, weil grün ist immer Hauptstory. Ich gehe erstmal weg von der Hauptstory. Wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich bleibe erstmal auf diesem Stockwerk. Das heißt, ich gehe hier hin. Weil wir können halt so viel sehen. Ach, mit Dreieck? Also, mit Dreieck kann ich da. Ja, mit Viereck, mit Kreis. Ja, okay. Und speichern darf ich nicht vergessen. Ich habe auch gewartet, bis das Spiel halt etwas günstiger war, weil das... Gott. Also bis das mal hier von den 70er-Preis runter war. Das ist genauso wie bei Atelierreihe oder bei anderen Sachen. Warum kosten die Spiele halt immer... Keine Ahnung, 60, 70 aufwärts. Dieses große Fenster ist wirklich beeindruckend. Schade, dass es nicht sich nicht öffnen lässt. Oh, warte. Ich wollte ja gucken, ob man Kamiyamas Stimme bei Event. Ja. Untertitel, Fallposition. Okay.
Kampfkamera, Tempo, Abenteuer. Standard Kampfsteuerung, Vibration. Oh. Ah, okay, du hast zur Not hast du theoretisch das, um zu gucken. Was hat die nochmal gesagt? Oder was habe ich den letzten oder so? Ah, ja. Stimmenwiedergabe, kann man das dann hören? Ah, okay. Und hier? Gar nichts. Okay. Aber cool, dass man das machen kann. Wir spiegeln uns aber nicht auf dem Boden dort. Das ist kein Genshin Impact. Oh, die Kirche in Genshin Impact. Alter. Die hat mich so fasziniert. Als ich das erste Mal in der Kirche war dort und dann hier die Lichter da rein schienen oder so dort und dann, Alter. Ach, und was ich auch mitbekommen habe, ich dachte so, man kann es aber auch übertreiben. Also gerade weil jetzt die Game Awards ja letztens auch waren und ich mag ja den Entwickler hier von No Man's Sky, der Sean Murray. Und der hat ja auch angekündigt, ein neues Spiel rauszubringen. Und es ist halt, ich glaube, noch riesiger als No Man's Sky schon ist. Aber der wird, glaube ich, ein Spiel entwickeln, wo man einen ganzen Planeten bereisen kann mit mehreren Leuten und ich glaube mehreren verschiedenen Biomen da halt dort, ein ganzer Planet halt. Der, keine Ahnung, den ich weiß nicht, wie groß er das machen will. Also der, manchmal übertreibt er es, aber irgendwie mag ich diese Ideen von dem. Und No Man's Sky hat sich halt auch richtig gut entwickelt. So, der hat halt sehr, sehr fannah gearbeitet, was das angeht. Einstellungen nachschauen? Nee, ja, kann man nicht dort. Ja, die ganze Erde, ja. Hab es auch gelesen davon. Ja. Aber es war halt auch so klar, dass Baldur's Gate so viele Preise abgeräumt hat. In den Kommentaren bei einigen stand oder so, hey, warum die Spider-Man 2? Also das war doch hier der beste ever und so und so. Und so. Es hat jetzt nicht wirklich das Rad neu erfunden. So. Es ist schön, es ist cool, aber es ist halt jetzt nicht wirklich irgendwas, was Neues, nie dagewesenes, Spektakuläres, mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten etc. Ding. So. Also sowas wie Baldur's Gate habe ich auch noch nie wirklich erlebt. Das ist halt, du kannst halt mit so vielen Dingen interagieren und so viele Entscheidungen machen. Ist schon sehr interessant. Also wer jetzt bisher das Let's Play verfolgt hat, da kommt noch einiges. So die nächsten zwei Tage, da passiert noch ein bisschen was. Im Frühjahr geht doch nichts über Koteletts. Die Koteletts im Kaiserlichen Theater sind köstlich. Ja, ich trage sie an die Wange. So Koteletten. Koteletten. Okay. Mit dir habe ich schon geredet. Majestätisch, kein Wunder, dass sie groß nennen. Ja. Ist wunderschön, aber das ist alles etwas überwältigend für ein erstes Rendezvous. Das ist ein Rendezvous, statt das wäre deine Tochter. Tut mir leid, es ist gerade bei so Anime-Spielen bisschen tricky. So, es tut mir leid, ich dachte, das wäre ihre Tochter. So, wie hier die Kleine. Aber da sehen wir strammelnde Füße, Kleinkind. Keine strammelnden Füße, kein Kleinkind. Okay, was haben wir hier? Und ich mag Spiele, die irgendwie in Japan spielen, wo du durch Tokio gehen kannst. Irgendwie gerade wegen den Yakuza Games habe ich momentan halt immer so Bock, in so großen Städten mich vorzubewegen. So. Und oft ist es irgendwie in Japan. Ich mag das irgendwie total.
Mhm. Ist er mir hier? Und hier suchen. Das ist wohl der VIP-Eingang. Offenbar ist er momentan verschlossen. Ah, okay. Aber Visions of Mana sah halt auch so gut aus. Also der Hauptheld, ja, okay. Aber es sah wieder so Trials of Mana-like aus und dann wird halt wieder so riesig sein und... Oh Gott. Oh Gott, die Mana-Reihe. Und halt auch ein neuer Teil. Dass es solche riesigen Läden gibt, krass. Okay. Wo bin ich? Wo bist du? Bin ich das grüne, punktige Ding dort? Achso, ich bin hier. Hier, okay. Hier ist irgendwie Buchhaltung. Okay, wir gehen mal kurz hier erstmal. Ja. Büro der Intendantin. Wir gehen erstmal da rein, wo nicht Story-Ding ist. Hallo. Kann ich noch was fragen? Kann ich noch sprechen? Darf ich weitere Fragen stellen? Selbstverständlich. Hab schon alles gefragt, ist mir momentan alles egal und Sie sind mir auch egal. Dankeschön für das Gespräch. Gern geschehen. Schöne Fenster haben Sie hier im Raum. Aber sonst wirkte der Raum sehr kalt. Oh? Was ist denn das? Ein Porträtfoto. Das mag ich sehr. Anime-Bildchen sammeln. Ach, schön. Sakura Shinguji, Kampf. Sakura ist in ihrem Kubo Typ 2 bereit für den Angriff. Bezwingende Klinge. Kirschblütenangriff. Ah. Nee. Blaue Haare, grüne Haare, blaue Haare, grüne Haare, ist nur ein grüner Filter drüber, okay. Sind wieder sehr viele Collectibles, ja Gott. Hier geht's nach oben. Aha. Aufzug. Musikzimmer. Und ich muss halt auch die Persona-Reihe noch spielen, ey, das ist... Oh, gerade so Spiele mit Schulthema und in Schulen und alles und... Und Blue Reflection und... Ach... Und Trails of Cold Steel, das ist... Alles gemein, es gibt so viele Spiele, die ich noch spielen wollte. Das ist ein beeindruckendes Klavier. Es sieht aus, als wird es schon lange gut in Schuss gehalten. Okay. Kann ich mit einem Musikinstrument spielen? Untersuchen. Auf dem Notenpult steht eine Partitur für das Stück Begegnung mit dem Affen. Goku? Keine Zeichnung von dem Affen. Wer spielt das Cello? Keine Ahnung, wer das Cello spielt. Ah, hier kann ich auch rennen. Ah. Mit R2 gedrückt halten, ja. Das war das Musikzimmer. War jetzt nicht so wirklich informativ.
nicht so wirklich berauschend. Oh! Okay. Hier draußen ist er zwei Rennen viel, viel schneller. Okay. Das ist ja Turbo-Rennen. Das ist halt Joggen und das hier ist hier, wow, wir müssen schnell dort, oh, okay, wow. Fundus. Findus und Fundus. Kleider, ob sie mir passen? Wir haben eine Menge Kostüme. Ich würde gerne das da tragen. Ein Hauch von nichts. Nur der Rock und die Hosenträger. Du siehst gut aus, Kamiyama. Ein bisschen eingebildet, der Kerl, aber... Ja, ich muss schon sagen, der ist bimsbar. Ich würde. So. Was haben wir hier? Diese Regale sind wohl für Schuhe und Accessoires. Accessories. Habe ich als Kind damals gesagt. Accessories. Französisch. Die Kostüme für unsere Auftritte, jedes einzelne Stück darin, ist wunderschön. Aber ich kann sie nicht tragen. Das ist tragisch. Ich weiß jetzt schon, wie viel Zeit ich vergeude in diesem Spiel. Ach Gott. Eine Garderobe. Garder- und Garderobe. Warum ist der Spiegel verdeckt? Sollen die Leute nicht sehen, wie sie ausschauen, wenn sie sich vorbereiten? Nee, das muss so sein. Das ist halt dieser Heslon-Effekt. Also da, so mache ich das halt auch, so morgens, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Erstmal so ein Handtuch über den Spiegel. So. Rasieren ist halt eh für die Katz. Und wenn man es macht, dann... Ja, dann braucht man keinen Spiegel dafür. All das Bühnen-Make-up mit dem nötigen Geschick könnte man sich in jede beliebige Figur verwandeln. Joa, joa. Nein, Fernseher, du gehst nicht aus. Heute nicht. Später vielleicht, nicht jetzt. Hm, was ist das? Die 13 Lehren der Blumendivision. Ich vermute, sie versuchen nach diesen Prinzipien zu leben. Ja, lies dir mal vor. Will er nicht. Und wer hängt denn die Uhr so weit hoch? Warum? Ich glaube nicht mal, dass die Proportionen hier richtig sind. Diese Türen auch. Also der Charakter, den ich hier spiele, der fühlt sich schon wie 1,90 an. Aber die Türen, die sind ja... Gott. Requisiten-Lagerraum. Oh, okay. Da haben wir Kisten. Untersuchen. Hier werden die Requisiten der kleinen Bühne gelagert. Moment, sind das etwa Klöße? Klöße? Klöße. Bei Requisiten? Oh Gott, das sieht so geil aus. Oh Gott, warum gibt's sowas? Wieso? Wieso haben die sowas? Bühne. Ich kann hinter die Bühne. Achso, da war ich ja schon. Das ist die Bühne. Also, das ist der Raum dann. Und dann, das hier ist hinter der Bühne. Das sieht so gut aus. Das sieht cool aus. Ich fühle mich wie in Squid Game. Das ist ein Mikrofonständer, aber wo ist das Mikro?
Deine Stimme ist das Mikro. Du hast bestimmt ein lautes Organ. So Niere und Leber. Ich habe das Gefühl, ich klinge so sarazarisch. Gott. So auf ganz, ganz schlecht. So auf Wish bestellt. Nein, erstmal die blauen Sachen. Erstmal hier. Buchhaltung. Klopf, klopf. Hi. Ja? Kaoru, ich bin's, Kamiyama. Treten Sie ein, die Tür ist offen. Treten Sie ein? Nicht tritt ein, du Lump. Wir haben hier sehr steril, also... Und diese Rohre hier die ganze Zeit ist... Es ist, was hat die dann als Aufgabe? Was haben wir hier? 13 Lehren, ja. Der Luftschifffahrplan und die Ticketpreise. Ich schätze, Sumire behält sie im Auge, falls sie geschäftlich reisen muss. Warte kurz. Okay. お疲れ様です、 ハルさん。 神山さん、 何かご用ですか? いえ、 用というほどのものでは。 Oh, die Musik, die gefällt mir halt wirklich. そういえば、 カオルさんは風組の一員だと聞きましたが。 その通りです。 大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが 風組の役目。 そして、兵撃の資金面はカオルさんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか？ Das ist sicher anstrengend. Erzählen Sie alle Ihre Geheimnisse. Muss toll sein, für Sie zu arbeiten. Sumire-san no hisho. Sore wa ii joushi o motte shiawase desu ne. Wakarimasu? Kamiyama-san, sasuga desu ne. Oh, das Richtige. Sumire-sama wa... So... Kanpeki. Ist perfekt. Sumire-sama wo osasai suru. Sore wa masa ni... Shijou no yorokobi nano desu. Ich verstehe, ja. War die Aufgabe? Übrigens, Herr Kamiyama, als Kapitän der Blumendivision wird von Ihnen verlangt, dass Sie sich über alle Belange des großen katholischen Theaters informieren. Zu diesem Zwecke schlage ich Ihnen einen Rundgang durch das Theater vor. Dann können Sie die verschiedenen Säle und Räumlichkeiten selbst begutachten. Verstanden? Kommen Sie anschließend zu mir. Jetzt, wo Sie das Ruder übernehmen, gibt es einen Haufen Papierarbeit zu erledigen. Ey, yay! Yeah. Schaffen Sie einen Überblick über die Räumlichkeiten. Also unsere Kapitän, müssen Sie über das große katholische Theater bestens informiert sein. Sprechen Sie mich an, sobald Sie damit fertig sind. Es gibt noch das ein oder andere Formular auszufüllen, jetzt wo Sie offiziell den Dienst antreten.
Aha. Ich will Abenteuer leben und so. Aber was ich leider nicht verstehe bei den Game Awards, war mit einem Spiel, und zwar von Hellblade, warum das zum Beispiel nicht auf die PS5 kommt. Also Xbox ja und PC. Das ist irgendwie schade. Also Xbox, die kaschen halt sich auch einige Dinge. Das ist der Hof. Es gibt sogar einen Innenhof. Das große kaiserliche Theater hat einfach alles. Ja, nur. Was ist da in Mitte des Salons? Das ist hier die eine. Die hast du doch so ein bisschen angemacht. Ist ein sehr geschmackvoller, üppiger Garten. Könnte es einen besseren Ort für Morgengymnastik geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat seine eigene Theme-Musik. Na, ja, wenn das nicht unser neuer Anführer ist. Matsu, was machst du hier im Innenhof? Ich kümmere mich um diesen Brocken. Brocken? Ist dieser Stein... Ein Seelenkristall? Ein seltener Edelstein? Eine Beschwerde für den Gurkenfass? Ein Seelenkristall? Spüre seine Macht. Ist das ein Seelenkristall? Nur geraten. Ja! Diese Kristalle stärken deine Seelenenergie. So ähnlich wie ein Talisman. Okay, das war ein anderes Klingling. Wow, so ein großes Exemplar habe ich noch nie gesehen. Ist das normal? Nein, das hier ist ein richtiger Bogen. Deshalb muss ich ihn auch ab und zu säubern. Ich muss ihn von einer Verderbnis befreien, die von einer Macht angezogen wird, unter anderem. Interessant. Gehört wohl dazu, dass Erfahrung als Schreinjungfer es nützlich erweisen. Wenn sie mit einem Seelenkristall dieser Größe umgehen kann, muss sie ein Talent dafür haben. Okay, warum war jetzt da blau? Ist einfach nur so ein Ereignis. Locker bleiben, Kapitän, mit mir im Einsatz brauchst du keine Gedanken zu machen. Irgendwie mag ich die. Nicht wegen der Oberweite oder so. Ich mag so Charaktere, die so sind wie sie. Wahrscheinlich ist sie noch so ein bisschen krabatzig und die schlägt auch zu. Wenn man mal einen dummen Kommentar abgibt. Mit dem Brunnen mitten im Hof? Moment, das ist eine Süßwasserquelle. Aber was ist mit dem Felsen? Und dumm sind wir auch. Cool. Nichts geht über eine ruhige Pause an einem sonnigen Plätzchen. Ja, dann setz dich doch mal hin. Boah, wie ich versteift hier renne. So. Durch die Lampen sieht unser Innenhof nachts wie ein kleiner Park aus. Sehr gemütlich. Boah, ich muss das ja bei Nacht auch sehen. Es sieht schon sehr, sehr schick aus. Ich habe, glaube ich, das Spiel geholt. Da war es im Store. €13? Ich glaube, €13 oder 15. Okay. Ich denke, ich habe genug gesehen. Vielleicht sollte ich zurück zu Kaoru gehen. Ich sehe mich weiter um. Ich werde mit Kaoru reden. Ich sehe mich weiter um. Ich sehe mich besser noch weiter um. Also ist einfach nur der Theaterraum. Deswegen soll man sich umsehen.
Der Fundus. Ein Schminkspiegel. Das muss die Garderobe sein, wo Sakura und die anderen sich fertig machen. Hinten auf dem Poster steht etwas. Vielleicht schaue ich mir das später. Achso, ich muss doch in jedem Raum jetzt rein. Ah. Damit das Sinn ergibt. Ah, okay, okay. Ich müsste doch in jedes Zimmer. Boah, man merkt aber jetzt schon Müdigkeit. Oh Gott. Viel habe ich bisher noch nicht gesehen, aber so weit, so gut. Ich hatte keine Ahnung, wie kompliziert es ist, ein Theater zu leiten. Neue Welten tun sich auf. Requisiten. So sieht es also hinter den Kulissen aus. Interessant. Verschiedene Requisiten. Ich sollte aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Hä? Kann man das? Mikrofonständer, aber wo ist das Mikro? Nicht, dass er jetzt irgendwie ein Test kommt oder so mit einem Angucken von den Sachen. Speisesaal. Sieht toll aus. Schön groß. Es sind mehrere. Es sind gerade Gäste da. Ich verhalte mich besser leise. Die gleichen Gäste wie eben. Hm. Ja, okay, den Innenhof habe ich kennengelernt. Cool. Das Büro. Bei mir auch. Bei Diablo hatte ich kaum Konzentration gehabt. Wegen was? Wegen Müdigkeit? Ja, man sollte ja eigentlich auch nicht weiter spielen, wenn du müde bist. So, und das ist. Ja. Aber ich habe halt nur 2 Stunden geschlafen. Aber wir machen halt auch nicht bis um 4 Uhr. Würde ich, aber da reicht halt nicht wirklich das bei mir aus. Fundus. Das muss der Fundus sein. Ich sehe verschiedene Kostüme. Natürlich alle Damenkleider. Irgendwo wird doch eine Herrenuniform zu finden sein. Nö. Alles von Frauen. Von und für Frauen. Regal sein wohl für Schuhe, das war's. Und gerade bei Spielen, die so eine berauschende Musik dann da haben, das ist dann
Das fördert sogar noch das Schlafen gehen. Okay. Ja, weil ich um 5 Uhr ferngeschaut habe. Ja, dann müsstest du jetzt richtig müde doch sein, oder? Obwohl, naja, du hattest aber länger Schlaf gehabt davor, oder? Oder wann bist du die Nacht eingepennt? Zur ersten Etage. Der Schachtel steht zerbrechlich, wenn der Inhalt zerbrechlich ist. Wieso steht sie denn da? Nee, wir machen erstmal erstes Stockwerk. Jetzt merke dir, wie viele so und so Rollen da waren. Merke dir, wie das und das war. Kamiyama, hier. Reden Sie ein. Das wäre ein bisschen blöd. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Perfekt, ich schlage vor, dass wir als nächstes mit Ihrer offiziellen Registrierung fortfahren. Sobald die Freigabe vorliegt, erhalten Sie Zugriff zum unterirdischen Sektor. Verstanden. Wie hat Ihnen Ihr Rundgang durchs Theater gefallen? Konnten Sie sich mit den Räumlichkeiten vertraut machen? Ja, im Groben und Ganzen. Das grobe kaiserliche Theater ist riesig, alles konnte ich nicht sehen. Haben Sie recht, es ist schließlich einer der bedeutendsten Bauwerke von Tokio, nicht wahr? Ja, und noch werden Sie sich nach alles gewöhnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Herr Kamiyama. Manchmal zu schnell die Dialoge. Ich würde sie gerne manuell dingsen. Müdigkeit kickt. Müdigkeit kickt leider. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, sodass ich den Stream heute früher ausmache oder so dort, weil ich merke jetzt schon oder so dort, dass man so ist kein gutes Zeichen. Ich will mich halt wirklich konzentrieren auf das Spiel. Und morgen haben wir Life is Strange. Morgen ist halt schon wieder Sonntag. Mann, dann ist die Woche wieder um. Und dann fängt wieder Montag bis Freitag an. Ja. Also im Keller können wir noch hingehen und oben. Dann gehe ich vielleicht hier hin, damit wir in den Keller gehen. Ich speichere hier, weil ich merke langsam oder so, dass man so... Bin um Mitternacht ins Bett und stand um 5. Ja, gut, 5 Stunden Schlaf, das geht halt noch. Kampftext wäre es bestimmt. Nein. Kampftext ist im Kampfkamera. Das ist hier die Kamera, hier die. Gibt keinen Kampftext. Das ist die Kamera.
Das bringt halt nichts, wenn ich also. Deswegen. Ich speichere hier nochmal und dann. Müssen wir es nächste Woche dann fortsetzen. Aber es war schön für den ersten Eindruck. Super schön. Ah, und die Musik, die ist halt auch herrlich in dem Game. Und da können wir wieder schön Beziehungen führen und mal gucken und alles und was dann auch alles passiert und wie sich das entwickelt. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Wir gehen ins Hauptmenü. Ich lade gleich die Sachen halt hoch für morgen, dass die online sind. Und dann gehe ich ins Bett, weil das geht halt nicht anders. Ihr Lieben, seid mir nicht böse, dass wir den Stream früher ausmachen. Aber ja, das geht halt nicht anders. Ja, ihr Lieben, hier auf YouTube soll es das gewesen sein für Part Nummer 1. Wir freuen uns nächste Woche auf die nächsten Parts, die noch kommen werden. Ich weiß nicht, wie viele es werden, aber bestimmt ein paar. So, mit meiner Geschwindigkeit. Also hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.